Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley, heute mal im Abspann des Tages. Ja, ich habe vergessen, euch das noch zu zeigen. So, wir haben hier ordentlich Geld eingenommen mit der Marmelade hier, 32.930 plus halt hier noch andere Sachen hier, ne? So, okay. Nächster Tag, ja, bald ist es soweit. Wir haben bald den Winter besiegt, das Jahr 2 geht dann zu Ende. Sozusagen morgen ist Silvester im Spiel. Jetzt habe ich wieder über 700.000. Sehr schön. So, aus dem Bett raus. So, wo ist denn mein Spatzerl? Ah, da. Man sieht es fast. Sie tarnt sich. So, Bussi, zeig mal an. 13 Tage, dann wird es ein Kleinkind. Also, wir wollen das noch. Wir wollen sie auf jeden Fall noch aufwachsen sehen. Ja, weil es geht darum, wie lange mache ich denn die ganze Sache noch. Ne? Wir kommen bei Koso. Ja, so, morgen klar und sonnig. Der Wahrsager. Naja, sie sind heute sehr glücklich. Wie schaut es in Zahlen aus? 8,9% auf zufällige Ereignisse. Name Schatz, moin. Guten Morgen, Lilios. Ich habe jetzt etwas Kaffee gemacht. Oh, vielen Dank, mein Schatz. Ja, das sagt sie immer. Kriegst du einen Bussi? So, den Kaffee, den trinkt man natürlich gleich. So. Ein Humpen Kaffee. So, bei mir kann die Tasse auch nie groß genug sein, frühes. Stimmt, ich habe halt wirklich so eine große Metalltasse mal geschenkt gekriegt und die verwende ich jetzt seither immer. Oh, meine Katze, vielen Dank. Kriegst auch einen Bussi hier. Ich muss dich jetzt leider mal ein bisschen wegscheuchen. Oh, da zappelt's gleich. Hoppala. Eine Schneesüßkartoffel, die gebe ich gleich da rein hier. So. Apropos, Moment mal, warte mal, wir könnten doch. Das wäre doch gar nicht mehr so doof. Quatsch, nicht Sammlung. Wir machen da jetzt nochmal Qualitätsdünger draus. Wir müssen ja nicht immer das Ganze hier. Falsch. Ah, ich habe vergessen, die Geode. Ah ja, nee, konnte ich ja gar nicht, weil Clint war ja nicht im Laden. So, da müssen wir jetzt dann auch mal was ändern. 12 mal Entenmayo, okay, da kommen wir gleich nochmal zurück. Ja, ändern. Das ist die große Preisfrage, wie ich das ändere. Also die Dinger werden wegkommen. Ach ja, das Schild habe ich noch nicht geändert. Warte mal, das machen wir gleich. Glock. Dann machen wir das hier hin. Ah, da zappelt's auch. Ja, genau. Erstmal außenrum alles abtragen. Das ist der Entenstall. Jawohl, da finden wir auch gleich eine Feder, um das dekorieren zu können. Das Item bleibt erhalten. Das wird einfach nur auf das Schild praktisch übertragen. So, jetzt ist hier wieder alles Paletti. Jetzt haben sie erstmal wieder Heu. Toi, toi, toi. Heu, heu, heu. So. Ja, ich bin jetzt die ganze Sache schnell wieder weiter. Wir könnten auch hergehen. Können den Stall dann noch hier runtersetzen. Ha! Ja, ich weiß noch nicht. So, also am Schild, da ist ein Widerstand. Okay, alles klar. Das ist jetzt schon mal. Oder wir stellen das Schild einfach auf die eine Seite, dann können wir da nämlich eh noch durchlaufen. Das wäre auch noch so ein Deal. Na. Weicht doch mal aus. Ich möchte hier auch noch knütteln hinten. So. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Bock, bock. Back, back. Back, 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 back. So, reiß dich mal zusammen hier. So, die Hasen. Die rasen über den Rasen, die Hasen. Manchmal sieht man in Phasen einen kleinen Hasen. Haha, über das Feld hinüber rasen. Oh nein, er reimt schon wieder. Haltet euch die Ohren zu, er reimt schon wieder. So. Eieiei. Eieiei. Wir könnten hier Eierlikör produzieren, ne?
Ja, und so langsam kriegt man hier einen Haufen Köder zusammen. Eieiei, Entenfedern haben wir auch ganz schön viele. Da habe ich nochmal so eine komische Zwiebel hier gefunden. Na, mein Schatz, du stehst immer noch da. Darf ich mal hinten an die Vorratskiste? Blip. So. Okay, also jetzt, naja, jetzt machen wir erstmal das mit dem Stall fertig, ja. Mit den Ställen. Die Mehrzahl von Stall ist Ställe. So, zack. Gluck. Haben wir schon ein Schild? Ja, da haben wir aber noch nicht festgelegt, was denn da hinkommt. Und wenn der Stall jetzt im Aufbau ist, ist kann man glaube ich noch keine Tiere reintun. Aber ich möchte es eh noch nicht, weil sonst muss ich da jetzt immer von Hand das Heu nachlegen. Ich bin da so ein bisschen verwöhnt. Deswegen ja. So. Da warten wir, bis er tatsächlich komplett durch ist. Komplett fertig. Und dann müssen wir beim Mani nochmal einkaufen. Das wird teuer. Weil dann müssen wir wieder eine Heizung kaufen, so ein Sammler hier. So, jetzt kommt gerade das Spinnraten im Moment nicht hinterher. Ja, jetzt wo Platz wieder ist im Stall, da können die Tiere nichts machen hier. Da produzieren sie gar nichts nach. Ja, irgendwie traurig, aber okay, das müssen wir in Kauf nehmen so. Ach, da haben wir jetzt nur zwei Wolle wegen zwei Wolle. Da renne ich jetzt nicht zu Pierre. Das gebe ich jetzt tatsächlich wieder da ab, wo wir es immer abgeben. In der Versandkiste. Wie gesagt, ich habe halt gerne Zusammenrechnung am Tag dann. 84, okay, also jetzt heute Tag ist gelaufen, morgen noch und dann für den Frühlingstag reicht es auch noch. Ja, es leicht auch noch, wie der Chinese sagen würde. So, ah. Zibelzappel. Zibelzobel. Mülltonne auf, rein damit, so, weg. Ach, Pam geht zur Arbeit. 9 Uhr ist ja tatsächlich. So, erstes Mal gehe ich mal hier hoch gleich. Weil ich da ein Artefakt gefunden habe, das ich gleich wieder in die Tonne hauen kann. So, Dankeschön, Spiel. So, haben wir einen Aushang? Ja, wir haben einen Aushang. Das wollte ich nicht. Moment. Mein Pferd will ich manövrieren hier. Gas, mein Ford und Brasse geht zur Neige. Wenn mir jemand was davon bringen könnte, wäre ich sehr dankbar. Das trifft sich gut. Brasse haben wir noch auf Lager. Also da, in dem Fall muss es nicht fangfrisch sein. Die kann auch eingefroren sein. Haha. Ja, muss eingefroren, weil sonst wäre der Fisch ja schon lange hinüber. So, okay. Close. Eine prähistorische Schilderplatte. Da brauche ich mal nachzugucken hier. Ich besitze einen davon. Danke, die Sammlung. Aber wollte ich gucken, wie viel haben wir da schon mal gefunden? 3, okay. 100 wert das Ding. So, mal gucken, ist der Fahrer noch da? Nein, den haben wir ja mal hier in den Hasenfurt bringen müssen. So, terminated. Life Science terminated. So. Hätte auch einfach nur dann stehen können, geschlossen. Closed. Forever oder so. Hätte auch genügt. Terminate klingt halt wirklich so hart hier. So, da habe ich eine Kristallfrucht. Eine Kristallbeere, dass da überhaupt Wein draus kommt. Guckt, und da wächst schon wieder die Bäumle nach. Die Bäumle wachsen halt immer nach. So, wer geht denn da oben hier zum Spar? Ich habe ja doch gerade jemand laufen sehen, oder? Täuscht es. Ja, Alex läuft natürlich zum Spar. Der macht wieder sein Training wahrscheinlich. So, und hier habe ich schon wieder keinen Artefaktstandpunkt hier, oder? Nee. Eichkatzerl. Ja, ich möchte endlich diese blöde Rippe da, oder was mir da noch fehlt. Dieser Knochen da, dieser Beinknochen, den möchte ich noch haben hier. Aber ihr seht, ich krieg den nicht.
Und irgendwie rumgraben, das nützt ja nichts, haben wir schon festgestellt. Das muss ein Artefaktfundort, meine ich, sein. Sag mal, kann man eigentlich den Schneemann angucken hier? Nee, schade. So. Jetzt würde ich sagen, gucken wir noch geschwind beim Schmied noch vorbei. Die Schneekartoffel, die könnte man geschwind verkaufen. Das geht. Servus. Er mit der großen Brille. Ja, da sieht sie gar nicht so dick aus. So. 300 ist die Kristallfrucht. Ach nee. Ja, ein Tunter Wein draus basteln. Der Wein müsste ja eigentlich teuer sein dann. Wenn wir den noch ausbauen dann zum Schluss. Dann wird es wirklich richtig heftig. So, jetzt ist erstmal nochmal Clint dran. Damit er jetzt einsam in seiner Schmiede rumgammelt. Philipp, bip, bip, bip. Die Vögelein. So, eine Geode hätte ich bitte zum Brechen. Zack. Ja gut, das kann ich dir gleich verkaufen. Wir brechen die Geoden ja nur zum Spaß auf, oder um Ressourcen rauszukriegen. Eigentlich jetzt vorzugsweise Ressourcen. Diese Kristalle da, die brauche ich ja gar nicht mehr. Die habe ich ja schon alle gespendet. So. Ich fahre erstmal in die Minen, denn wir haben ja einen Auftrag. Bing! Stufe 90. So, das wird man ganz schnell erledigen. Das wird jetzt auch nur so, das ist jetzt kein Mining-Abenteuer. Da wird einfach nur das Quest hier erledigt. Und dann machen wir das mit der Brasse noch. Ja, ich habe es nicht vergessen. Das tun wir nicht verbrassen hier. Ja, verzauber mich halt. Ist mir egal. So, du komischer Tintenschädel, du. Ja, die heißen so. Ich habe meinen Namen nicht ausgedacht. Tintenkopf aus irgendwie. Na gut, wenn hier natürlich Gold rumfährt, dann nehmen wir das gleich mit. So, manche Steine zertrümmere ich einfach. Weil ich da weiß, dass da manchmal Viecher drin sind. So, schon ist die Quest fertig. Das war jetzt schnell wieder Wirbelwind. Wir machen aber die Etage noch durch hier. Gold. Ein Phantom. Jawohl, er hat Feuer gespuckt. Abwehren kann ich das glaube gar nicht. Ah! Da hat sich wieder so eine Qualle versteckt gehabt hier. Eine Steinqualle oder Steingräb. Das ist ja echt. Nee, ah, der zeigt sich gleich. Eine Krabbe. Ja. Da unten ist nochmal so ein verdächtiger Stein. Ja, verzauber mich doch, das ist mir egal. Kannst dich vorwärts und rückwärts verzaubern, das ist mir schon gar egal, ja. So, der ist echt der Stein. Eigentlich sieht es aus wie so ein Mondgesicht. Ey! Zwergenschiffsrolle hat man schon lange nicht mehr. Ey, ihr werdet aber ja wirklich hier bezahlt, hier, um mich zu vernichten, oder? Ey, das gucken wir mal an hier. Moment mal, da muss ich mal was einwerfen. Ach komm, wir können das komische Brötchen da essen. Wer weiß immer, was da drin sein soll, aber egal. Knusper. So, jetzt fühle ich mich schon besser. Phantom. Ich komme gleich. Checke noch ab, ob hier echte Felsen sind. Ja, oder einmal anhacken, dann wird der Felsen auch enttarnt. Ob er will oder nicht. Da kündigt sich die Fledermaus an, die offenbar auch vorbeikommt. Oder? Doch, ja, sie kommt. Ach, der ist hinterm Ding, hinterm Stein. Komm her. Die Feuerfledermäuse sind auch ein bisschen gefährlich. Da muss man schon aufpassen. Also hier in der Lava-Ebene, da kriegt man wirklich noch ernstzunehmende Gegner hier. Ah, ein Kupferbahn.
Das darf man hier nicht auf die leichte Schulter nehmen, hier das Level. Ja, ey, was ist denn das hier? Das verfolgt mich ja auch noch. Alter, okay. Aufpassen. Aber Vorsicht, ist gefährlich. Gebratener Aal, Energie, Gesundheit, Glück. Ach, was soll's. Ist ein Einzelessen, von daher. Zack. Ja, das reicht nicht so ganz. Salat, Energie, Gesundheit. Dann essen wir noch einen Salat hinterher als Nachtisch. So. Jawohl, jetzt fühle ich mich schon wieder besser, ja. Okay, das ist jetzt die Liftebene, okay. Dann können wir ja gleich wieder rausgehen. Ich hätte auch jederzeit die Leiter nach oben nehmen können. Bim! So, das war das. Ja, wir gehen hier. Ne, warte mal. Wir gehen geschwind nochmal zu Clint. Dazu nehmen wir nämlich gleich die Lore. Stadt. So. Hi Clint, ich bin schon wieder. Ich habe schon wieder die Goyote gefunden. Mhm. Jaspis. Na gut, das haben wir eigentlich alles ja schon, ne? Laden. So, und jetzt ist noch die Brasse, die wir mal abgeben wollten. Der Bürgermeister, wo hält denn der sich gerade auf? Bei Gasenste. Ja, scheinbar bei Gas. Okay, ja, dann können wir doch auch. Wer war das mit der... Ich glaube, der Gas war das mit der Brasse, oder? Lieferung. Ne, das war der Alex. Gas, ja, das machen wir in einem Aufwasch. Vielleicht ist der Bürgermeister bis dahin auch noch da. Vielleicht müssen wir halt suchen, egal. Das mache ich jetzt in einem aufklappbaren Dutch hier. So. Erstmal hier wieder ausräumen. Ein bisschen Schleim, ein bisschen Solaressenz, ein bisschen Schattenessenz. Eine Zwergenrolle hat man schon lange nicht mehr gefunden, aber okay. Fledermausflügel. Der Rest kommt woanders hin. Dann kommt das. Kommt hier rein. Ja. Das kommt da rein. Und zwar das hier. Und das andere, da haben wir noch was zum Einschmelzen. Ist das hier Kohle? Nicht Stein. Gold. Und das Kupfer hier, jawohl. Dann habe ich noch was zum Verkaufen. Das hier. Eine Bombe, die kommt hier rein. Stein kommt da rein. Harz kommt hier rein. So, und grüß Gott, meine Frau. Dann haben wir noch eine Krabbe, die war aber nicht hier drin, ne? Da muss ich erst wieder hier. War die hier oder da unten? Die war da unten drin. Eine Krabbe. So, und das können wir jetzt wieder zum Wein geben machen hier. So. Gewürzbeere. Blaubeeren, ja gut, da könnte man eigentlich auch mal eine Vorratskiste draus machen. So. Ja, wir haben noch. Wir haben hier noch was. Da haben wir noch was. Und dann brauchen wir eine Brasse. So, eine Brasse hier, keine wertvolle. So, das reicht. Man kann aus jeder Brasse was Gutes machen hier. Es muss keine ultra hochwertige sein. So, jetzt hat jetzt ist der Guss dran hier. Und der Bürgermeister. Hihi. Ja, vielleicht ist der Bürgermeister schon wieder gegangen. Hat sein Bierchen getrunken beim Guss.
Ah, der Bürgermeister ist nicht mehr da. Grüß Gott, außerdem, weißt du was? Bei dir ist es so ruhig. Mach mal die Musik hier an. Spielmelodie laden. Ach ja, das ist die Titelmelodie. Ach, die können wir auch mal laufen lassen, ist ja egal. Jedenfalls Musik. Hallo Legolas, ich bin froh, dich hier zu sehen. Du bist neu willkommen. Schade, dass wir keine Jukebox bei uns ins Zimmer stellen können. Ins Haus. So, grüß Gott. Hey, also, du hast mein Gesuch gesehen. Die Anzeige sieht perfekt aus. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Ich bin immer froh, dich zu sehen. Du bist hier immer willkommen. Das sagt jetzt auch 50 Mal, wenn wir es denn gerne hören wollen. Lieferung erledigte Monsterrede mit Louis. Okay, das hat er schon hier gleich in die Hand gedrückt, weil manchmal muss man das erst einlösen im Hofbuch. So, wo ist denn jetzt der Bürgermeister? Willi? Gas? Clint? Der Bürgermeister. Ah, der ist oben im Gemeinschaftsraum, im Zentrum. So, interessant, ja. Ich hätte gedacht, der wäre vielleicht noch da, dann hätten wir es in einem Aufwasch machen können. Oder ich hätte es vorher vorbeibringen, dann nochmal zu Gas, aber das ist ja Blödsinn. Die Rennerei, die tue ich mir nicht an. So. Kitschum. Hallo, jemand zu Hause? Ah ja, grüß Gott. Na, ihr Mädels. Denkst du nicht, dass Abby mit ihrer natürlichen Haarfarbe besser aussehen würde? Ich weiß nicht, wie die normale Haarfarbe ist. Sie hatte früher kastanienbraune Haare. Ja, okay, das sieht auch gut aus. Ja, doch. Kastanie ist ja so ein bisschen rotbraun. Ich bin froh, dass du versuchst, den alten Hof etwas aufzumöbeln. Ja, das mache ich jetzt schon seit 2 Jahren, ne? Wenn du damit fertig bist, wird es eine Menge zu unserer Gemeinde beitragen. Das ist schon fertig. Das wird allerdings eine ganze Menge Arbeit für dich. Ja, das hat's jetzt schon. Bye. Ja, bye. So, hier ist der Vorratsraum. Da ist die Küche. Das ist ja eigentlich so lustig. Da ist der Bastelraum. Ah, da sitzt die Omi. Das ist der Bastel- und Spielraum, glaube ich, sogar hier. Dieser Ort ist voller Erinnerung für mich. Danke, dass du ihn restauriert hast. Wir haben ja eigentlich noch nie mit den Leuten so wie ich da geredet. Und es ist geil, dass die auch hier dran sind hier. Dann hat es jetzt nochmal gesagt hier. Wusstest du, dass mein Halbbruder Omelette nicht mag? Ach so, wie heißt denn dein Halbbruder? Er findet solches Zeug total widerlich. Moment, der Halbbruder von Maru war Sebastian, glaube ich. Ja, aber das wusste ich jetzt schon gar nicht mehr, dass die Halbgeschwister sind. Das heißt, die haben entweder einen anderen Vater oder eine andere Mutter. Das geht ja beiderseits. Ah, Luis, natürlich. Das wird da im Büro. Ah, Legolas, du hörst es bei unserem Schleimproblem. Ja, jetzt erzähl mir von der Hose und so weiter. Ja, so, danke. Jeder scheint an den Wochenenden ein wenig glücklicher zu sein, oder? Ach ja, es ist schon Samstag. Ich arbeite leider 7 Tage die Woche. Echt jetzt? Nicht einmal am Sonntag spannst du aus? Jawohl, im Haus, ja. Üft. Wir können sogar. Echt jetzt? Aber reinreiten können wir nicht, okay. Ja. In die Sache reinreiten, sozusagen. Warte mal. Ah ja, wir müssen erstmal hier. Das müssen wir uns erst aus dem Buch ziehen. Das ist immer ja. Der Scheck wird immer ins Hofbuch gelegt. So. Jetzt. Also das eine können wir nicht erfüllen, den Glasbarstar. Ach, ein Schneehaserl. Gut, dann ist eigentlich der Tag für heute auch wieder gelaufen. Ja, sonst habe ich ja wirklich am Anfang immer 2 Folgen gemacht, ne? Dass ich den Tag geteilt habe. Aber wir möchten ja. Ich will das Spiel irgendwann mal sozusagen für mich abgeschlossen haben. Und ich glaube, euch ist es dann, glaube ich, auch irgendwann zu lang. Ich will ja wirklich keine 1000 Folgen machen. Auch wenn es genial ist. Es gibt ja auch neue Karten eigentlich vom Spiel her. Da müsste man aber wieder neu anfangen. Und ja, das kann ich jedem dann empfehlen. Ihr habt es gesehen, wie es geht. Holt euch doch das Spiel, wenn ihr es nicht schon habt. Und spielt einfach mal die neuen Karten an. Es gibt so eine Karte ja, wie so eine Insel oder sonst sowas. Und ganz andere Hofkarten auch. Oder auch mit Mods. Mit Mods ist das vielleicht auch genial. Dann kann man ein bisschen schneller vorankommen. So. Gut, oder man tut sich ein bisschen was entschieden gleich am Anfang, dass man dann ein bisschen schneller vorankommt. Ja, ist alles möglich. Wenn man was schon kennt, dann kann man ja später schummeln. Das ist ja dann egal.
Für sich allein ist es ja wurscht, nur halt jetzt, wenn es ein Multiplayer-Spiel ist, dann würde ich nicht schummeln unbedingt. Also, das geht gar nicht, finde ich. So, ja, ich wollte ins Bett, genau. So, mein Schatz, sie sagt nichts mehr, alles klar. Katrin. Katrin, meine kleine Süße, mit der kann ich leider nichts mehr machen. Ich kann sie nicht mehr in die Höhe werfen. Ist zu schwer geworden, hä? So, mein Ritter, du bewachst mich. Hoppala, das Feuer muss anbleiben. So, ja, ins Bett gehen. Klick. Es hört sich an, wie hat das Licht ausgemacht. Oh! Letzte Nacht hat Kuh China ihren Nachwuchs zur Welt gebracht. Hat China nicht schon mal? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, die hat noch nie geworfen. Oder heißt es bei Entwerfen oder Kalben? Ich glaube, bei Kuh ist Kalben. Eine weiße Kuh. Ja, wie nenne ich denn die jetzt? Milch. Die heißt Milch. Weiße Kuh. Weiti. Also, aber es ist ja eine Kuh, ne? Kühe sind ja immer dann weiblich. Black and white. Ja, mir fällt gerade nichts Gescheites ein. Schnee. Weiß. Ha. Ach komm, ich nenne es jetzt White. Whitey. Witty. Ja. Wie soll man das schreiben? Nee, das ist blöd. Vanille. Das ist ein blöder Name. Maggie. Maggie, Maggie, Maggie. Könnte man eigentlich. Komm. Maggie. Maggie. Ne, sieht blöd aus. Maggie. So, oder? Okay. So. Heieiei, ich hab's doch gesagt und jetzt hat's doch tatsächlich Nachwuchs gegeben. Und das ist ja ultra selten eigentlich normal. Da haben wir ein Dussel. So, die Abrechnung, das war nicht viel. 1832, alles klar. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt's natürlich wieder beim nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Legolas. Es ist der letzte Tag des Winters dann.